Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und es ist wieder was ganz Krasses passiert. Dazu will ich erstmal hier in den Pokédex gehen und muss mir was raussuchen. Wo haben wir den kleinen Frecker denn? Na, hier unten, da sehen wir Dragosso. 435 gesehen, 364 gefangen. Ja, denn als es den als Shiny gab, bin ich eigentlich nur noch durch die Gegend und habe die immer alle angeklickt und schnell wieder zurück und den nächsten angetippt und schnell wieder zurück. Da leidet natürlich die Statistik drunter. Aber auch bei Knogger seht ihr 93 gesehen, 84 gefangen. Und ich habe jetzt, ja, Alola natürlich auch. Wollen wir kurz hier gucken. Da die Alola-Form von Knogger. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ungefähr 100 Euro da reingesteckt habe, um lauter Alola-Knogger-Raids zu machen. Viele wurden ja auch so entwickelt von den Knoggers, das dann natürlich auch mit reinzählt. Und ihr wisst ja alle, dass Alola-Knogger gibt es also auch als Shiny. Und sobald ihr ein Knogger-Shiny in eurem Beutel habt, ist also auch die Alola-Form im Pokédex eingetragen. Aber das Ganze reicht mir natürlich immer nicht, denn ich will jedes Shiny auch auf der Hand haben. Und deshalb bin ich losgerannt und habe natürlich, genau wie bei Alola Raichu, Raids gemacht, Raids gemacht, Raids gemacht. Und jetzt ist es soweit gekommen. Ich habe ein Shiny Alola Knogger bekommen. Endlich. Und ich glaube, das Ding ist wirklich selten, denn so viele Leute habe ich noch gar nicht gesehen, die das haben, oder die meisten haben es und posten das einfach nicht und zeigen das nicht durch die Gegend. Aber ich finde immer noch, die Sachen aus den Raids sind immer noch die seltensten, genau wie Flunkiefer, Absol, Alola Raichu und natürlich eben jetzt auch Alola Knogger, weil die meisten haben eh keinen Bock, die Raids zu machen oder können sie nicht machen, wollen sie nicht machen oder denen reicht eben der Eintrag im Pokédex. Mir eben nicht, ich will jedes Shiny auch auf der Hand haben. Und so habe ich also einen Alola Knogger Raid gemacht. Ich muss zugeben, das Material ist geklaut und hier reingeschnitten, weil ich vergessen habe, dann die Alola Knogger Raids zu filmen. Aber als es aufgetaucht ist und es war da zum Fangen, habe ich extra die Aufnahme nochmal gestartet, weil ich so begeistert war in dem Moment. Habe die Aufnahme angeworfen, bin nochmal auf die Arena draufgegangen, habe das aufgenommen, wie es drin war, gleich im ersten Ball sogar. Und ich glaube, die haben trotzdem keine 100% Fangchance. Das ist nur bei den Legendären so. Wenn ihr jetzt legendäre Pokémon im Raid bekommt, als Shiny wie bei Lugia, Ho-Oh, die haben ja eine 100% Fangchance. Alola Knogger nicht, Absol glaube ich auch nicht. Deswegen, da müsst ihr trotzdem euch mal ein bisschen Mühe geben mit dem Werfen. Ist aber trotzdem drin geblieben im ersten Ball. Kein neuer Pokédex-Eintrag, aber irgendwie ja doch. Nee, auch nicht, weil war ja schon ausgefüllt. Trotzdem, Alola Knogger jetzt in meiner Sammlung und deswegen frage ich euch, habt ihr auch schon ein Shiny Alola Knogger? Und wie viele Raids habt ihr ungefähr gemacht, bis ihr an eins rangekommen seid? Manche haben da ja wirklich Glück, machen 2, 3 Raids oder wie der Leo sei. Der hat, glaube ich, auf seinem zweiten einen Alola Knogger Raid gemacht und direkt einen Shiny bekommen. Also das ist natürlich wirklich krass. Und wie viel werde ich denn gemacht haben? 20, 30, 40? Keine Ahnung. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Aber erstmal, wir freuen uns natürlich riesig über das Alola, das Shiny Alola Knogger. Wie gesagt, schreibt's mal rein, ob ihr auch eins habt. Oder ob euch das noch fehlt, ob euch das überhaupt interessiert. Und ja, das Jahr fängt gut an, sage ich mal. Das ist in dem Shiny-Video noch nicht dabei gewesen. Jetzt ist es dabei. Deshalb, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses!